Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße willkommen zurück zur perfekten Kolonie. Ja, heute werden wir auch wieder ein bisschen dran arbeiten, dass es wieder ein klein wenig perfekter wird. Ich habe ja beim letzten Mal unglaublich viele Aufträge mal wieder verteilt. Man sieht überall noch die Transportschienen, die gebaut werden sollen, die unseren Duplikanten wieder das Leben erleichtern. Ja, nicht unerheblicher Teil wird heute daraus bestehen, diese Sachen mal fertig bauen zu lassen. Allerdings gibt es natürlich trotzdem noch verschiedene Sachen, die wir machen wollen und müssen und werden. Unter anderem hier eine Sache. Danke für den Tipp, Kerstin. Ich habe mich ja gewundert, warum die Pinscherpfeffer nicht einpflanzen, trotz der mittlerweile Priorität von 8. Die stufen wir erstmal wieder runter auf 5. Das war nämlich nicht das Problem. Das Problem war, dass wir hier 1, 2, 3, 4 Ziegel hoch waren. Und dann an den fünften, um die Pinscher-Pfeffernüsse da einzupflanzen, kommen sie dann gar nicht ran. Deswegen müssen wir hier mal eben von unten freigraben. Das machen wir vielleicht sogar auch nicht auf 5, sondern auf 7, damit die möglichst schnell anfangen können zu wachsen. Dann werden die gleich auch gepflanzt. Ja. Ne? Da werden wir gleich direkt sehen, wenn wir die ersten erreichen, dass es dann weitergeht. Und so einfach kann es dann manchmal doch sein. So, das Wasser, das hier liegt, können wir auch mal auffischen. So, das haben wir jetzt schon mal. Die werden gleich ranstürmen und die Sachen einpflanzen. Die entsprechenden Duplikanten, die, Entschuldigung, die Pflanztätigkeiten auf höherer Priorität haben. Und dann ist das auch erledigt. So, warum ist das Granit da noch nicht freigegraben und das Salz? Gibt es wahrscheinlich auch keinen Grund für. Das Prio 4, okay, die sollte ich dann vielleicht bei Gelegenheit auch nochmal wieder hochsetzen. Ich muss mir jetzt erst wieder angewöhnen. Es war ja jetzt ein paar Tage wieder ruhig um die perfekte Kolonie, dass wir hier mit Priorität oder mit der dritten Geschwindigkeit durchaus noch sehr schnell arbeiten können. Das ist in dem anderen ja nicht so. So, hier wird jetzt gerade gedüngt von Night Creature. Da wird noch mehr gedüngt. Vielleicht sollte ich die. Ah, ne, jetzt wird doch gewischt. Ja, wir stellen das mal eben hier höher, damit die erst eingepflanzt werden, damit dann da Ruhe ist. So, jetzt geht's hier los, genau. Die Düngung passiert direkt. Das kann man sehr schön beobachten, dass das die automatischen Räumer hier jetzt machen. Die zusätzliche Düngung aufgrund der Landwirtschaftsstation, genau mit dem grünen Daumen, richtig. Die muss immer manuell gemacht werden, das geht nicht automatisch. Die schon gepflanzt sind. Stellen wir dann auf das normale Maß auf die 5 wieder runter. Stromtechnisch ist hier alles in Ordnung. Es gab, glaube ich, eine Frage zu diesem großen Transformator. Der wird so angezeigt, wie angezeigt ist, weil da noch keine Batterie dran hängt. Also das muss dann noch nachgeholt werden. Aber noch brauchen wir diesen weiteren Stromkreislauf ja nirgends. Also schauen wir mal eben in den Biodrucker, drei Strauchsamen. Ja. Die nehmen wir doch. So, hier ist alles erstmal gebaut. Was mir hier noch auffällt,
Hier ist durchaus noch ein bisschen was, was wir freigraben könnten. Endlich schaut es dort aus. Ja, hier haben wir noch unsere Farbpalette, wo wir ja die Zimmer noch umgestalten möchten. So, gleich. Ne, nicht nur gleich, sondern jetzt haben wir alle eingepflanzt. Sehr schön. Kann man jetzt auch das viele verschmutzte Wasser, das wir überall so kommen oder schon haben, nutzen. Hier hat sich doch eine ganze Menge angesammelt. Von dem Petroleumgenerator hätte ich gar nicht erwartet, aber da kommt richtig was zusammen. Und durch die Pflege hier mit dem Dünger wachsen die dann jetzt in 4 Zyklen, oder? Das ist richtig schnell. Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis wir davon unfassbar viele haben. So, dann machen wir jetzt nach und nach die Bauaufträge, die ich hier niedriger hatte, wieder hoch. Oh Mensch. Weil das spart ja einfach auf Dauer viel Zeit. Gerade diese Transportschienengeschichten, wenn wir da Sachen nicht mehr manuell tragen müssen, sondern das immer und immer wieder automatisch passiert. Umso früher wir das gebaut haben, umso besser ist es. Wir haben immer, was heißt immer, aber wir haben häufig viele Untätige hier. Das kann nicht, ja doch, kann teilweise auch an den Schutzanzügen liegen, weil wir von hier aus ja noch nicht den geschlossenen Weg haben. Aber was ich ja ausprobieren wollte, und das werden wir jetzt genau machen, es läuft aktuell noch sehr flüssig. Wenn wir jetzt hier diese Leiter verlängern, hier runter, dann schaffen wir damit die Verbindung von beiden Schutzanzugstationen in alle Richtungen. Und dann schauen wir mal, wie sich das Spiel dann entwickelt, ob es dann langsamer läuft, weil einfach die Wegberechnung dann viel komplizierter wird, weil man dann von oder zu fast allen Stellen mehrere Wege hat, die man berücksichtigen müsste. Ja, müssen wir in den nächsten Tag abwarten. Darauf bin ich sehr gespannt. Unsere Wasserstoffgeneratoren. Ach so, die hatten eine Zeit lang mit Sauerstoff in der Leitung. Ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Haben wir jetzt auch immer noch mal wieder unregelmäßig. Schauen wir uns das Ganze mal eben an. Von dort aus nicht. Aber von hier unten aus. Gleiche Problem haben wir im Grunde hier. ich denke, das könnten wir doch recht einfach lösen, indem wir einfach hier unten einen Gasfilter bauen. Schließen den dort an. Die Gasleitung dort müssen wir einmal zerlegen. Nicht nur dort, hier auch.
am besten die Brücke auch. Die Tür ist noch auf, okay. Wieso ist denn das eine unerreichbare Baustelle? Das ist ja Quatsch. Und dann müsste das ja... Das ist alles. Okay, wir kommen dort entlang. Hier kommen wir lang. Ah, hier ist das Problem, okay. Dann machen wir mal... das Ganze so, dann dürfte es kein Problem mehr sein. Da kommen sie angestürmt. Achso, ist schon wieder ein Arbeitstag rum. Ja, Mensch. Gefühlt geht deren Arbeitstag schneller rum als meiner. Das muss ich auch mal festhalten. So, hier haben wir immer noch kein Ethanol. Hatte ich das noch nicht abgeschlossen? Doch. Wahrscheinlich gerade fertig gebaut worden. Da muss noch die Leiter, damit wir auch den Ethanol mit reinlaufen lassen. Aktuell kämpfen wir aber auch hier an vielen Stellen gleichzeitig, ne? So, dieses Ding war für Dünger. Okay, viel Dünger haben wir noch nicht. Aber wir haben noch hier eine Düngerfabrik. Der läuft dahin. Ne, doch, das passt eigentlich dann alles so weit. Problem ist, dass die Priorität von dem Förderbehälter ja noch niedriger sein musste als von der Landwirtschaftsstation, sonst wird das da nicht reingepackt. Jetzt wird das auch automatisch gemacht. Sehr gut. Schön. So, wie schaut's hier aus? Wir haben doch jemanden eingesperrt. Okay, zerlegen wir mal den einen wieder. So, Heidwin, du bist befreit. Renn schnell auf Toilette. Und jetzt kann es auch hier weiter gebaut werden. So, dann brauchen wir von hier eine Leitung dorthin und dann dorthin mit einer Brücke erst in die Richtung. Den Gasfilter stellen wir auf Wasserstoff. Dann braucht er nur noch ein bisschen Strom. Aus 7 werde 8. Fertig. Gut, so ein bisschen Sauerstoff ist hier gleich nochmal in der Leitung. Da wird es nochmal für einen kleinen Schaden geben, aber... ja, Schnee und Eis musste hier ja auch noch abtransportiert werden. Ja? Stromkabel noch und der Hochdruckgasabzug. Wir sind gleich fertig. So, das Problem wird es jetzt hier nicht mehr geben. Da ist noch mal ein bisschen Eis fallen gelassen worden.
Okay, sehr schön. Macht es Sinn, diese Gitterziegel hier schon? Ja, was spricht dagegen? Nichts. Allerdings. Vielleicht da jetzt 5. Okay, so, Pinscherpfefferfarm läuft. Können wir einen Check dran machen? Hier fehlen noch Schienen. Das, ich wollte sagen, das habe ich mit Sicherheit noch nicht auf 5 gestellt. Ansonsten sind mal abgesehen von diesem Ziegel, der aber nicht gebraucht wird. Das war nur für mich zum Ausmessen gedacht. Hier sind wir, glaube ich, eine ganze Ecke weiter. Hier wird CO2. Der Pegel hier sinkt auch deutlich. Er stand hier vorher höher. Das heißt, hier kommen wir auch zum Ziel. Ja, temperaturtechnisch hatten wir, glaube ich, Probleme. Genau, das müssten wir nochmal angehen. Die einfachste Lösung dafür ist vermutlich... Haben noch keinen Keramik, okay. Dann nehmen wir Granit. Wenn wir schon mal anfangen und hier isolierte Ziegel bauen. Ah, wir haben hier das erste Langhaar-Slickster-Ei. Sehr cool. Finde ich hier super. Wähle eine Blaupause. 4 Tonnen Eis. Ja. Oder auch anders gesagt, 4 Tonnen Wasser. Weil das Eis wird... Ah ne, stopp, das muss ich ja aufräumen, sonst... jetzt nicht runtergetragen. Dann machen wir hier mal weiter. Das ist auch wieder total in Vergessenheit geraten. Das Wasser hier mussten wir abpumpen. Wo lassen wir das hinlaufen? Einfach hier runter und dann hier rein. Dort, ja. Strom, oh, wir haben gar keinen Strom, nicht mal annähernd, ja doch hier. Da hängt schon viel dran. Aber ich glaube, wir können... den einfach damit dranhängen und dann hier eine sehr lange Leitung zerlegen. Und gleichzeitig das vorübergehend hier ranhängen und dann auch den Teil auch noch zerlegen und den hier wieder. Also seht ihr das jetzt, wo die Duplikanten haben hier jetzt auch diese Gedenksekunde, wenn die den Auftrag erledigt haben, was die als nächstes machen. Gerade beim Bauen hier fand ich das sehr, sehr auffällig. Die erledigen einen Auftrag und schon ist eine kurze Pause, während ich vorher einfach Auftrag für Auftrag sehr schnell... Ja, oder ich bilde mir das jetzt ein. Ah, shit. Nee, Quatsch, das können wir ja auch von innen bauen. Ja, gefühlt sah das gerade so aus, als ob das nicht richtig funktioniert. Jetzt, wo wir hier die Leiter fertig haben. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich so ist.
dass dadurch die Wegberechnung deutlich komplizierter wird, oder? Ne, wir reißen das jetzt nicht wieder ab. So, Strom ist da, Wasser ist da, Wasser läuft. Okay, dann würde ich sagen, der Ziegel kann jetzt weg. Und auch das kann weg. Ja, erstmal ist wieder Schlafenszeit. Okay, gut. Ja, heute war es mal wieder ein kürzeres Video. Hatten wir in letzter Zeit ja häufiger, aber ihr wisst ja um mein zeitliches Problem im Moment. Also, morgen, Entschuldigung, morgen soll es hier wieder weitergehen und ja, dann werden wir sicherlich auch das ein oder andere neue bauen. Also, macht's gut, bis bald, euer Krillo.